Unterwegs in der wolkigen Wolkenstadt, wo ja auch jeden Tag das Wetter wunderbar wolkig ist. Hier in der Flucht mit Lando unter anderem, der jetzt hier zwar nicht dabei ist, aber eben trotzdem eine Rolle spielt. Ja, was für einen Sinn. Was wir aber hier machen müssen, ist die Sturmtruppen ablenken. Und da müssen wir erstmal noch eine Methode finden, wie das denn überhaupt geht. Wir sollen ja irgendwas bauen, aber aktuell haben wir noch nichts zum Bauen gefunden. Mal schauen, ob wir hier noch was finden, ohne googeln zu müssen. Ich hoffe es doch einfach mal. Oh, jetzt haben die mich trotzdem wieder entdeckt, weil jetzt diese anderen Typen da durchgerannt sind. Wir müssen ja eh erst rausfinden, was wir machen müssen. Mir ist jetzt auch egal. Weil ich nicht weiß genau, was ich bauen muss und wo. Kriegt mir diese ganze Scheiße ja sowieso nichts. Hier kann ich bloß die Barrikade aufbauen, aber das bringt mir auch nichts. Ich kann gerne den Druiden fernsteuern. Ja, das war's auch schon. Mach ich auch mal die Tür auf, haben wir eine Abkürzung für später noch. Die Schrotthalde hier. Ach, den kann ich ja gar nicht wechseln, hier stimmt. Muss er ja erstmal hier auf C3PO gehen. Irgendwas war doch hier auch, ne? Ja, komm, geh da bitte nicht auch noch mit rein. Dann müssen wir es einschmelzen. Aber uns nicht, bitte nicht, bitte uns nicht selbst. Ich selbst wieder reingehe. Ich kann da gar nicht rein, okay. Ja, da ist ein Minikit gespawnt, okay. Hier waren wir auf jeden Fall auch schon mal drin. So, da hinten ist noch ein Maus-Druide. Hier könnte irgendwas sein, weil die da so rumsitzen. Hä, wieso kann ich jetzt hier nicht beschleunigen? Oh, ist halt so. Hey! Da hätte ich als einer von euch mal hier reingehen sollen. Hätte ich hier auch nicht erkannt. Wenn ich jetzt hier bin, das könnte durchaus ein Ort sein, wo ich das machen muss, was ich machen sollte. Aber ich kann hier nichts bauen. Wenn ich etwas baue, vor allen Dingen, dann fällt es ja auf. Machen wir mal alles kaputt hier. Wie würde ich das eigentlich angreifen? Ich würde eh angreifen hier. Nochmal so einen Typ hier befreien. Ach, Lobot! Ich bin befreien. Stellt sich noch nicht zum Aufbauen. Das ist doch nicht der richtige Ort hier. Hier ist irgendwas versteckt. Nee, das ist eine Blume, die auch nur kaputt geht. Kann ich auch nicht kaputt machen. Hier ist auch dieses Rebellenterminal. Ich dachte, das war aber bloß hier die eine Sache hier. Wie kann ich jetzt skippen? Das scheint ja auch wieder Bugs gefunden zu haben. Wenn ich jetzt mit dem falschen Charakter unterwegs bin, kann ich anscheinend nicht skippen. Hey!
Schleichangriff? Sorry. Ich muss einfach mal rausprobieren, was das ist. Ich weiß nach wie vor nicht, wo ich was für die Sturmtruppen aufbauen muss. Müssen wir noch was mal anschauen jetzt hier. Ich baue etwas, um die Sturmtruppe abzulenken. Ja, aber wo und was muss ich bauen? Bisher habe ich ja hier nichts, was ich bauen kann. Ich habe nicht mal die Möglichkeit, irgendwo was zu bauen. Vielleicht meinen sie auch draußen. Aber wenn ich jetzt hier nichts finde, muss ich sowieso nach draußen gehen, weil draußen war ja noch der Bosskampf. Das weiß ich auch noch. So. Oh. Ja, war noch nicht. Nein, du sollst ihn nicht umbringen. Ich kann jetzt hier nicht skippen. Okay. Zack, 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 zack. So, also hier muss ich wirklich das Rätsel lösen. Ah, warte mal, hier. Achso, hier kann ich das Terminal von einer Seite aufbauen. Ich bin jetzt hier gelandet. Was ist, wenn ich am Startpunkt? Tatsächlich. Einmal im Kreis gelaufen. Hier ist die Tür, genau. Was ist hier? Hier sind auch noch Sturmtruppen. Hier waren wir auf jeden Fall auch noch nicht. Hier kann ich ja auch nichts bauen. Oder ist die einfach nur respawned, weil ich jetzt zu langsam war? Kann ich das denn nicht sehen können? Auch ein bisschen komisch gemacht, muss man sagen. Weil, wenn da jemand hinter mir steht, dann will ich das durchaus merken. Natürlich waren wir hier schon. Hier ist doch das Terminal. Hä, wieso sind die jetzt wieder da, die Truppen? Das wird durchaus ein Zeichen dafür sein, dass ich irgendwas hier noch machen muss. Alle anderen Gegner sind noch nicht respawned. Hier irgendwie was mit den Gegnern machen muss. Aber ich kann ja hier auch nichts aufbauen, ne? Also hier an dieser Stelle zumindest nicht, was ich aufbauen könnte. Oder hier? So, bloß ein Durchgang. Ah. Hier kann ich etwas aufbauen. Ah, hier. Tatsächlich. Jetzt kann ich die Jarik spielen. Geil. Und das ist tatsächlich die Challenge. Ich glaub's nicht. Was können wir noch aufbauen? Vader-Hologramm. Ich muss S drücken und nicht W. Das mal aus. Ich kämpfe nicht zu AG. Die Truppe rennt da einfach durch. Das ist geil. Nein, das ist darauf schießt. Ich will nämlich auch noch das letzte auch noch sehen. In den RT. In der Miniaturform. Okay, anscheinend ist es nicht zu ablenken, sondern dass ich einfach ein bisschen durchballern kann. Okay, also für alle, die es nicht von der Orientierung wissen, hier an der Stelle. Perfekt, haben wir geschafft. Können wir rausgehen? Boah, das läuft ja heute richtig gut. Jetzt kommt nur das letzte Level und da werden wir bestimmt wieder verkacken. Du wirst eigentlich nur Luke und Vader sein. Aber auch ein ziemlich geiles Level, wie ich es in Erinnerung habe. Das war ja dieser Kampf.
Das ist ja jetzt hier in dem Spiel auch wieder umgetauscht. Also in komplette Saga kam ja zuerst Lukes Kampf und dann eben die Flucht. Und jetzt hier in dem Spiel kommt wieder zuerst die Flucht und dann der Kampf. Bei DS war es ja auch so. Oder in der DS-Version. Was willst du wirklich tun? Hallo, was haben wir denn da? Und Überraschung haben wir geschafft. Das heißt, wir haben alle Herausforderungen abgeschlossen. Wir haben Boba Fett Sternenschiff, aka Slave One, freigeschaltet. Das heißt, jetzt geht es dann zum letzten Level. In dieser Aufnahmesession hier. Gibt zwei Minikits fehlen uns erstmal hier noch. Aber jetzt will ich kurz nach den Herausforderungen schauen. Da fehlen uns zwei. Die erste, das kriegst du zurück. Wirf mit Hilfe der Macht drei Gegenstände nach Vader. Okay, das ist machbar, denke ich einfach mal. Und was haben wir noch? Schließt das Level von 10 Minuten, aber so mit Zeitdruck auch noch. Oha, das wird natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Das wird wahrscheinlich wieder ein zweiter Run sein. Finde alle versteckten Ungnaus in diesem Level. Das haben wir schon geschafft. Perfekt. Nein, da will ich nicht rein. Ich wollte eigentlich hier in das Level. Enthüllung. Also zwei Minikits fehlen uns auch noch. Und ich habe bisher sagen muss, die Minikits sind ja eigentlich gar nicht so das Problem hier in dem Spiel. Die kriegst du eigentlich relativ gut zusammen. Also mit Minikit-Finder und so weiter kriegst du die locker. Problem ist halt wirklich der Ed ohne Minikit-Finder. Und eben die Challenges. Also die Challenges sind teilweise wirklich gar nicht mal so leicht. So, hier geht's auch direkt mit dem Kampf los. So, und direkt mit der Quicktime-Sequenz. Und Han ist auch noch mit dabei. Keine Ahnung, was er hier zu suchen hat. Ich habe so ein Glück und schaffe die 10 Minuten sogar direkt beim ersten Versuch, aber ich glaube nicht daran. Oh, nee. Eine Challenge haben wir schon mal. Sie brauchen jetzt nur noch die Minikits. So, in 10 Minuten machen wir nebenbei. Alter, der Typ ist nervig. Das müsste sich gleich, glaube ich, nach unten verpissen oder irgendwie sowas. Erstmal kommt noch eine Quicktime-Sequenz. Und hier schmeißt mich erstmal da rein. Also müssen wir jetzt so das Ding abschalten. Dass Luke hier noch nicht eingefroren ist, wundert mich aber so ein bisschen. Das muss schon lange eingefroren sein. Ich glaube, das geht in ein paar Sekunden und nicht in ein paar Minuten. Okay. Die Mikats scheinen aber alle da hinten zu sein, ne? So, beide sind da. Also wir müssen eigentlich im Prinzip hier nichts mehr machen. Das heißt, wir können euch direkt zu R2 gehen, hier den Tunnel aufmachen und dann weitergehen. Ich frage mich aber bis heute eigentlich, was das hier für Bereiche eigentlich sind hier in der Wolkenstadt, also hier unten. Das, wo wir jetzt hier hingehen. Das muss ja irgendeinen Sinn haben, dass es da ist. Das ist eine Energiezelle. Ich wollte sagen, wie komme ich jetzt hier weiter? Zack. Das war, glaube ich, so eine. Ne, es war doch keine. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Indem ich auf den Knopf gehe, wahrscheinlich. Ach ne, R2 muss auf den Knopf gehen. Und ich muss mich hier ranhängen. Ich hoffe mal, dass R2 auch drauf stehen bleibt. So, jetzt geht nämlich die Tür hoffentlich auf. Yep. Perfekt. Warte mal. Achso. Müssen die automatisch hier raus. So, hier unten ist irgendwie eins. Ah, ich sehe es schon. Wir brauchen C3PO. Der wird definitiv nicht dabei. Du läufst dich andauernd, ja.
Ein junger Herr. Ah! Ach so. Das war's. Also doch. Zwar ein Glas drin, aber wir können es trotzdem holen. Warte, was stand da jetzt gerade für ein Text? Gar nicht drauf geachtet. Alarm. Achso, Alarm haben wir ausgelöst. Alarm haben wir ja aus. So. Gehen wir erstmal wieder zurück zu Luke. Das andere Minikit scheint irgendwo da hinten zu sein. Man kann ja auch gar nicht so wirklich rausschauen. Ein bisschen verglast. Was sind das eigentlich für Räume hier jetzt mal ganz im Ernst? Das ist nicht mehr interessiert. Achso, ich kann da zoomen, ne? Der Zoom hilft aber auch nicht so wirklich weiter hier. Okay, hier scheint auch alles zu sein. Na, ach, da ist er wieder. Nach dir habe ich gesucht. Den vermisst. So, drücken wir schon die richtige Taste. Perfekt. Und drück. Da noch daneben. Ach komm, jetzt bleib hier stehen. So, jetzt macht ihr das Fenster gleich auf, ne? Jetzt geht's auch mal wieder. Das ist doch nicht ausreichend, das Fenster kaputt zu machen. Jetzt hätte ich ja wieder eine Leiste, jetzt müssten wir eigentlich gleich wieder eine Quicktime-Sequenz kriegen. Oder so. Ich schmeiße ja das Zeug hier drauf. So, ist auf uns drauf. Au. Au. Teddy! Ein Fahrrad, ja genau, das Fahrrad ist schwer genug. Toll. Hat zwar Kugel gedrückt und jetzt habe ich immer noch Kugel gedrückt. Aber er fliegt trotzdem raus. Kann ich hier wieder rein? Nein, darf ich nicht. Ah, okay, wir hatten da keinen Rebell dabei. Ach so, wieder so ein geschenktes Minikit einfach nur. Das ist einfach nur schwierig. Aber geschenkt. Also nicht schwierig, sondern einfach nur. Ja, du kannst es halt im Story-Modus einfach nicht kriegen. So, und mal klappt das ja auch mit dem Rüberlaufen. Das ist auch nicht unbedingt mehr Standard. Hä? Jetzt bin ich jetzt gestorben? Und ich kann ja einfach mal hier zu dem hier wechseln, dann geht es auch nicht schneller. Brauchen wir ja nichts mehr machen hier. Die fliegen ja hier teils rum. Aber jetzt schreibt bitte mal wirklich mal in die Kommentare. Was ist das hier eigentlich für ein Ort? Ist noch gesperrt. Ist noch ein schöner versteckter Stein. Ich glaube, hier war auch ein Minikit. Ich weiß jetzt gar nicht, durch das X-Ray hier weder schon sehen, wo der steht. Also er steht auf jeden Fall schon an einer Position und spawnt nicht erst, wenn man die Tür aufmacht. Dann wir auch direkt wieder zu Luke. So, ja. Lass es sich das Leben kosten wie Obi-Wan, ja. Ich weiß schon, dass Obi-Wan das absichtlich gemacht hat. Ja, voll auf die falsche Taste gedrückt. Und ich habe direkt, dass jetzt eine Taste kommt. So. Autsch. Ja. Der Text ist ein bisschen anders als in den anderen Filmen. In diesem haben wir die Rätsel gedrückt. Oh nein, schon wieder die falsche Taste, Mann. Aber es interessiert, glaube ich, auch nicht.
komm. Schmeiß auf jeden Fall selber runter. Komm, jetzt warte nicht ständig da den bescheuerten Stampfattacken. Das kann ich auch. Bei mir funktioniert es einfach nicht. Weil ich auf Springen drücke und der springt einfach nicht. Ah, okay, wir haben jetzt die Challenge auf jeden Fall geschafft. Perfekt. Ich kann übrigens auch die Szene, die man im Trailer gesehen hat, im allerersten. Also nicht im allerersten, sondern in dem damaligen Gameplay-Trailer hier. Den Gameplay-Overview-Video. Wo ja auch eigentlich mal das endgültige Release-Datum gezeigt wurde. Was ja dann ja auch tatsächlich eingehalten wurde. Trotz der Sache mit dem Krieg. Also das war ja nicht ganz sicher, dass das Spiel auch wirklich dann rauskommt. Das kriegst du zurück und höchst beeindruckend haben wir damit geschafft. Alle Herausforderungen sind erledigt. X-Flügel der Rebellen haben wir damit freigeschaltet. Passt natürlich auch zum Level. Perfekt. Und damit haben wir jetzt, wenn wir hier mal nachschauen, Episode 5 auf 100% abgeschlossen. Das ist doch mal schön geil. Und das ist auch ein perfektes Folgenende. Dann machen wir nächste Folge weiter mit Episode 6. Da können wir gleich mal schauen, was uns hier alles noch fehlt. Okay. Minikit, also hier fehlt uns überall Minikits und überall Challenges, also wir haben keine Challenge geschafft und auch nicht überall die Minikits. Das gucken wir uns nächste Folge mal an, was wir hier noch zu machen haben, besonders hier die, das war's glaube ich hier. Auf jeden Fall das eine Level eben mit den Speedern, das wird auch mal ganz interessant. Ich wünsche auf jeden Fall nur eure Zeit und möge die Macht bei Demlos sein. Ciao. Die Folge Lego Star Wars Die Skywalker Saga ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlisten, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um dann auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Dafür kannst du jetzt einfach in die Mitte klicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiter mit dir sein. Ciao.